Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen wieder zurück hier bei Reft. Ich bin der Zanto, das hier ist unser Deadlift, immer noch bestückt mit der Kapitänsmütze. Wir konnten in der letzten Folge die hiesige Flora und Fauna ein bisschen dezimieren. Wir haben den Vogel gekillt, beziehungsweise auch das Schwein. Dazu geht es zu sagen, ich habe hier noch eine zweite Kiste gebaut, damit ich euch das mal ein bisschen näher zeigen kann. Wir haben Schmutz ausgegraben, brauchen wir für was anderes, zeige ich euch dann auch gleich. Wir haben unser erstes Leder gebogen durch das Warzenschwein und hier schaut mal, das ist unsere erste Vogeltrophäe, der Kreischerkopf. Hat uns hier natürlich etwas rohes Geflügelfleisch dagelassen, aber wichtiger. Wo war es gleich? Wichtiger war das hier. 17 Federn hätten wir jetzt schon mal wieder. Das macht Bock auf mehr, weil nur mit Federn kann man auch Metallpfeile machen. So, hier ist kein Vogel mehr da. Aber Federn hätten wir wieder mal zwei Stück. Das ist schön. Das heißt, das wären dann über 15. Das sind sogar 19. Hätten wir noch eine, bräuchten wir dann. Und dann könnten wir da könnten wir da auf jeden Fall wieder etwas. So, drei Planken. Jetzt habe ich es wieder vergessen, was ich sagen wollte. Da könnten wir wieder etwas Pfeile bauen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt schauen wir mal. Metall ist hier oben. Dann haben wir gleich das andere mit da rein. Schaut mal, es gibt schon 42 Metall. Das heißt, wir könnten auch das Raft auf der Seite erstmal sichern. So weit wie es geht, dass wir dann nur noch hier Metallangriffen zerrechnet haben. Aber, ja, ganz ehrlich. Wenn wir dann sowieso da weiterbauen, würde ich ungern so viel Metallbahn und so weiter ausgeben wollen, um das hier erstmal, das hier zu verstärken. Hier greift er ja schon nochmal an. Das wollte ich euch noch zeigen. Die Ausräumkiste oder die Ankommkiste haben wir, soweit es geht, ausgeräumt. Wir gönnen uns hier mal noch einen Schluck zu trinken. Oh, lieber mal noch einen Schluck. Füllen das mal auf und dann sage ich mal, geht's weiter auf der Insel. Wir waren ja in der letzten Folge damit beschäftigt, die Höhle, soweit es geht, zu erkunden. Wir waren auch bis ganz hinten angekommen, aber dann gab es ein kleines Problem. Ja, genau. Wir konnten die Kiste nicht mitnehmen, weil unser Inventar wieder so brechend voll war. Unser Inventar ist halt, es ist noch verschwindend klein. Es ist wirklich noch verschwindend klein. Aber auch da wird es bald eine Abhilfe geben, wo man das Inventar zumindest etwas vergrößern kann. Nicht bis ins Ultimo, nicht bis ins Unendliche, aber zumindest etwas. So, gehen wir in die Hocke, dann gehen wir rein. So, wo war jetzt hier die Kiste? Hier, ne? Scharnierschrott, Scharnier. Einen Schrotthaken Deluxe-Wels. Wow. Okay, das hat sich richtig gelohnt. Es gab noch einen Schrotthaken dazu. Und es gab auch den Deluxe-Wels. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Aber dann erstmal erkunden wir dann die Insel fertig. Machen wir auch, soweit es geht. Machen wir auch dann, soweit es geht, alle Palmen klar. Dann gucken wir mal, ja, nach der Tierwelt. Ich sag mal, zurzeit haben wir uns so entschieden, Detlef und ich, dass wir der Tierwelt hier noch nicht Hallo sagen, weil wir erstmal bei uns das zweite, wir brauchen erstmal Munition für unseren Werfer und wir wollten erstmal bei uns noch den zweiten kleinen Raum basteln. Und solange wir den auf unserem Raft noch nicht haben, bringt es noch nichts, dass wir da, ja, ich sag mal, die Tiere gefangen nehmen und dann mitnehmen. Es bringt einfach nichts, es bringt absolut nichts. So wie es aussieht. Wir könnten noch versuchen, oben. Wir müssten noch hoch. Okay, jetzt gestattet mir meine Frage, wie kommt man denn hier hoch? Kann man hier einfach so hochlaufen? Im Leben doch nicht, oder? Man kommt doch hier nicht hoch, oder? Nee. Nee. Muss man garantiert hier irgendwie anders hoch. Irgendwie geht es hier anders hoch. Ah, schaut mal hier. Ich wollte gerade sagen, hier hoch. Aber das ist ja im Prinzip nur wieder die Kante, die wir gerade eben versucht haben hochzulaufen. Wie sieht es hier hinten aus? Geht es hier hinten besser? Oh, schön. Hier gibt es nochmal ein paar Ananas. Danke, Spiel. Probieren wir es hier mal. Und hier hinten geht es weiter. Es geht hier hinten weiter, Leute. Ich glaube das gar nicht. Okay. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall mal ein ganzes Stück hoch. Hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Schön. Okay. Hier hinten geht es ja auch noch weiter. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie groß diese Insel ist, oder?
ist die atemberaubend. Hammer. Einfach nur geil. Hier könnte man sich stundenlang kann man sich hier aufhalten. Und hat man garantiert noch nicht alles gesehen. Wir haben garantiert etliche Sachen vergessen und so weiter und so fort. Hier eine Palme. Oh, es gibt hier zum Beispiel rote Beeren. Übrigens habe ich gezählt, das waren über 60 Planken. Oder ich glaube genau 60 Planken, was wir hier schon abgeschlagen haben von den Palmen. Es geht jetzt übrigens hier ganz fröhlich weiter. Schauen wir mal. Wir sind schon wieder... Ich glaub das einfach nicht. Ich glaub das nicht. Das gibt's doch gar nicht. Es gibt hier so viele Sachen und so viel Zeug zu entdecken. Unglaublich. Und ich glaub das nicht. Kann das sein, dass es hier noch eine Kiste gibt? Nein. Und wieder Palmen zum Abschlagen. Und wieder Wassermelonen. Wassermelonen sind halt voll, ne? Wir lassen das so. Ich würde sagen, wir lassen das hier. Es gibt hier noch eine Kiste auf der Seite. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Kommt man hier irgendwie über die Seite nochmal runter? Das können wir mitnehmen, das weiß ich. Die rote Blume nehmen wir nicht mit. Schaut mal, da ist unser Raft und wir müssen hier hoch. Wir müssten hier hoch. Kann man da hinten irgendwo anlaufen oder wie ist das hier? Oder kann man da wirklich nur, muss man auf die andere Seite schwimmen? Ich denke, man muss hier wirklich auf die andere Seite schwimmen. Aber ist das der Wahnsinn? Das ist echt der Wahnsinn. Das ist der Hammer. 13 Planken. Mhm. Ja, dann machen wir zumindest mal... Die Kiste habe ich, wie gesagt, noch gebaut. Machen wir zumindest mal die Samen und die ganzen Blumen raus. Es gibt ja jede Menge Rezepte. Ich sage euch, das ist ein neues Rezept. Das Rezept haben wir noch gar nicht. Oh. Dann packen wir das Rezept mal hier rein, würde ich vorschlagen. Die Planken würde ich dann auch mit hier reinlegen. Und alles, was geht. Ah, hier ist noch Platz. Okay, hier ist wirklich noch Platz. Hier drüben ist auch noch Platz für Scharniere. Sehr schön. Schrott, Ananas. Ja, die ganzen Samen und so weiter, das habe ich alles mit da hier in die Kiste mit reingepackt. Und so weiter und so fort, damit wir da nicht den Überblick verlieren. Alles andere landet dann hier in den Kisten unten drunter. So, dann nur noch die Palmblätter. Und dann sieht das hier gut aus auf der Seite. Jawohl. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder los nach ganz oben. Moment. Moment, machen wir doch nicht. Schauen wir erstmal. Gönnen wir uns erstmal kurz ein Stück Haifleisch. Und dann zwei Aufladungen Süßwasser. Und den Rest würde ich sagen, kompensieren wir auf jeden Fall mit dem Wassermelon. Davon haben wir jetzt reichlich. So, okay. Sieh, das Essen und das Trinken schon mal nicht so schlecht aus. Obwohl die Ausrüstung noch nicht die beste ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das hat sehr, sehr viel ausgemacht, dass wir diese Metallpfeiler bauen konnten. Das hat echt viel ausgemacht. Und dann halt wirklich, Übermacht den Meister. Lasst euch auf keinen Fall entmutigen. Das klappt. Irgendwann klappt das. Ich hatte dann irgendwann auch meinen ersten Vogel runtergeholt, meinen zweiten. Übrigens gibt es noch dazu zu sagen, dass es gibt auch Folge, je nachdem wie viele man Vögel runterschießt. Okay, alles klar. Hier kann man sogar... Gut, dann machen wir das so. Es gibt auch Folge, je nachdem wie viele man Vögel runterschießt, das wollte ich nur sagen. Ich glaube, bei einem gibt es einen und bei 10 oder so gibt es auch einen oder bei 50, ich weiß es nicht mehr genau. Das vielleicht ein bisschen als Motivation. Blume, Blume, Beere. Geil. Und jetzt laufen wir hier hinten mal vor, genau. Ja. Das ist, wie gesagt, wenn man den Vogel dann runtergeholt hat und hat den wirklich gekillt, dann ist man also stolz wie Bolle. Kann man wirklich so sagen, wie es ist. Weil der Vogel einen einige Nerven kostet. Bam. Oh, Glas, Metallbahn, Glas, Bolzen, Paket, Wahnsinn, Glas. Schön, Metallbahn, schön. Bolzen, Geschenk, bam. Und das Inventar, ich sag's euch, das Inventar ist wieder voll. Das gibt's da nicht. Und das ist das Problem dran. Jetzt, ne? Jetzt wisst ihr mal, was es geht.
Wenn wir jetzt noch anfangen, die Mangos hier abzuschlagen, dann wird er spätestens dann meckern, dass wir die Mangosamen nirgendwo mehr hin tun können. Planken haben wir einen extra Platz, das heißt, wir die abschlagen könnten wir sie. Ja, und das ist halt so ein kleines Problem. Geschenk aufmachen oder vielleicht mal so einen blauen Samen weg. Machen wir so einen blauen Samen weg. Obwohl es uns wehtut, aber es sei denn, hier gibt es noch was anderes. Die Kiste hätten wir geholt. Die Blumen. Ne, rote Blumen, roter Samen. Hier gibt es auch noch jede Menge. Hier gibt es noch... Oh. Wir müssten nochmal wiederkommen. Leute, wir müssten nochmal wiederkommen. Es gibt dann noch eine Palme zum Schlagen. Es gibt dann noch jede Menge Blumen auf der Seite. Ich meine, das sind schwarze. Wir haben bloß keine schwarzen Samen. Und die werden jetzt, die würden bestimmt auch runterfallen. Nee, wenn nicht, dann machen wir das richtig. Dann nehmen wir alles mit. Ich würde sagen, wir nehmen alles mit. Wir gehen nochmal schnell. Wir treffen uns schnell hier. Dann gleich. Ich mache einen kleinen Schnitt. Okay? Bis gleich. So, mein Lieben. Ich bin schnell vom Raft wieder hochgelaufen. Hier irgendwo ist der blaue Samen. Den nehmen wir uns jetzt gleich mal, weil wir hatten ja gesagt, wenn wir schon die Insel abluten, dann, ich habe es euch ja versprochen, wir machen es komplett mit allem drum und dran. Das heißt, wir schlagen die Planken runter. Ich habe nochmal die letzten 2-3 Minuten damit wirklich verbracht, nochmal unten noch einen kleinen Kassensturz zu machen. Es ist jetzt tatsächlich so, dass 5 Planken, wir hatten 96 Stück von der Insel runtergeschlagen bis jetzt und die 5 machen es deswegen. Über 100 Planken gibt es hier auf dieser großen Insel. Über 100 Stück. Gerüchte besagen, dass es irgendwo noch eine Insel gibt, wo es 1 oder 2 Bäume mehr drauf gibt, wo man dann auch andere Baumklassen schlagen, also ich sag mal, fällen darf, nicht schlagen, ja schlagen auch, aber fällen kann. Die geben dann noch etwas mehr, aber ich sag mal, also das ist eine absolut gescheite Zahl, mit der man hier super leben kann. Muss ich ganz ehrlich gestehen, macht mich richtig stolz. Und es gibt hier auch noch mehr. Jetzt haben wir schon 8. Das heißt also über 100. Über 100 sind es hier auf jeden Fall. Das heißt wirklich die großen Inseln anzufahren, die großen Inseln wirklich komplett auszuluten. Mit allem, wenn man es kann, wenn man die Kapazitäten hat. Wenn man nicht wieder mit komplett vollem Inventar wieder zurücklaufen muss. Schaut mal. Ich sag's, also das ist fast voll das Inventar. Das Schöne ist dran, die 2 Kokosnüsse, die werden wir uns jetzt gönnen. Damit das Inventar wenigstens um 2 Plätze wieder leer wird. Das ist schon krass. Also, wenn man sich vorstellt, was es hier alles auf der Insel gibt, ist das richtig krass. Und Achtung, ich sage es offen und ehrlich, das war es noch nicht. Das war erst einmal die Insel über der Wasserlinie. Könnt ihr euch vorstellen, was es da unter Wasser gibt? Genau das möchte ich damit sagen. Genau das. Das ist das, was die meisten dann wirklich unterschätzen. Es gibt noch jede Menge. Wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, jede Menge unter Wasser. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, wo ist denn unser Raft? Das sollte hier hinten irgendwo stehen, genau da unten steht's. Laufen wir mal hier vom obersten Berg ganz, ganz runter Richtung Wasser. Und dann legen wir das Zeug mal ab. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir unsere Ausrüstung mal kurz durch. Ich würde sogar sagen, wir gehen so weit, dass wir auf jeden Fall einen zweiten Ausrüstungssatz bauen. Bei mir zweiter Ausrüstungssatz heißt einmal Schwimmflossen und einmal, boah, das ist auch schon voll. Einmal Schwimmflossen und auch einmal die Taucherflasche. Ich denke mal schon, dass sich das lohnen wird, wenn wir das hier nochmal bauen. Ach nee, Moment, die Samen gingen ja auch oben rein. Genauso wie die Bären. War ja alles hier oben. Das geht nicht, das geht noch. Mango, ja, passt noch. Das heißt, das nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Dann würde ich sagen, den Schrotthaken habe ich übrigens hier reingepackt. Den werden wir gleich einsetzen. Da werden wir gleich 2 Stück werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir gehen noch mal kurz davor zusammen unsere Ausrüstung durch. Moment, hier. Gehen noch mal kurz zusammen unsere Ausrüstung durch und dann werden wir mal schauen, wo wir noch was herstellen müssen. Ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, hier.
Die Sauerstoffflaschen und die Flossen brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Ich sage euch, das lohnt sich. Die Materialien kriegen wir dafür auf jeden Fall wieder rein. Das schwöre ich euch. Was wir hier noch jede Menge bauen müssen, ist Seil. Nicht nur für die Flossen, sondern auch für die Sauerstoffflasche. Dann bräuchten wir hier noch jede Menge Kunststoff und dann hätten wir zumindest schon mal die Flossen gebaut. So, und für die Sauerstoffflasche fehlt nur noch die leere Flasche. Basteln wir auch eben. Und dann ist ja auch, zack, diese Flasche hergestellt. So, ich würde dann sagen, wir haben nur noch 17 Glipper. Das heißt, die 17 Glipper, wir werden jetzt auf jeden Fall mal wieder auf den Seetank gehen. Wir werden die Metallbahn rausnehmen und werden wir diesen Seetank mal wieder ein bisschen einschmelzen. Damit wir da immer wenigstens ein halbwegs vernünftiges Gefüge haben. Glaubt mir, das lohnt sich. Also, jetzt packen wir das hierher, die Sauerstoffflasche hierher. Die Steinpfeile lassen wir auch da, damit wir da wieder einen Platz im Inventar sparen. Dann müssen wir noch schauen, was nehmen wir noch mit. Unter Wasser brauchen wir nicht viel. Wir brauchen einen richtigen Haken und einen Ersatzhaken. Dann bräuchten wir vielleicht noch Pfeil und Bogen, um uns eventuell mal mit dem Hai anzulegen. Oder. Schaufel brauchen wir nicht, kann man hier lassen. Hier das Glas habe ich auch mal hier reingepackt, sicher. Die Flasche bräuchten wir eigentlich auch nicht. Trinken wir mal aus. Ich würde sagen, bevor das Ding wieder leer wird, machen wir es wieder voll. So, das leeren wir weg. Dann würde ich sagen, wenn wirklich alle Stricke reisen, könnten wir vielleicht noch zur Not einen Bogen bauen. Es wäre kein Problem. Aber ich weiß nicht, was dort unten los ist. Und außerdem, wir müssen bestimmt... Also ich denke, dass wir zweimal runter müssen. Auf jeden Fall zweimal. Das machen wir folgendes. Hier oben schaut mal. Also, einmal Flossen und einmal die Taucherflasche hätten wir hier oben schon ungefähr halb benutzt. Was wir da lassen, ist auf jeden Fall der Kapitätshut und der Steinpfeil. Okay. Metallpfeile hätten wir noch 14 Stück. Ja. Gut, lassen wir mal. Wir nehmen auf jeden Fall noch einen Speer mit. Oder... Ich sag's gerade, ne? Wir nehmen auf jeden Fall mal noch einen Speer mit, aber ist zu spät. Ist echt zu spät, aber es macht nichts. Alles gut, dann machen wir den Bauhammer schnell noch rein. Und dann tun wir mit dem Bauhammer gleich hier vorne die Foundation wieder mit aufbauen. Geht ja schnell, ne? Kein Problem. So, zack, zack, wieder raus. Den Bauhammer lassen wir auch gleich hier liegen. Weil hier draußen brauchen wir den öfters. Wie drin. Hier zum Beispiel gibt es noch ein schönes Stück Hai. Das gönnen wir uns. Das andere, das lassen wir hier gleich im Inventar. Wenn wir wirklich alle Stricke reißen. Und das lassen wir auch mal so im Inventar. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt erstmal in die Fluten rein. Und schauen mal, was der Hai mit uns macht. Und dann würde ich sagen, wenn wir den Hai hier so weit gekillt haben, schwimmen wir mal hier hinten raus, okay? So, da hinten ist der Hai. Das heißt, ich würde sagen, wir lassen hier auch gleich die Flasche liegen. Da ist der Hai. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Prozess, oder? Das waren schon mal zwei Metallpfeile, die tun schon mal deutlich mehr weh. Wie diese Steinpfeile. Das garantiere ich euch. Jetzt hat er schon mal 4 eingesteckt. Ich weiß gar nicht, wie viel er braucht. 8 Treffer. Auf jeden Fall ein paar Aufladungen von dem Bogen heben uns auf jeden Fall mal auf. Ja, sorry Detlef, sorry. Na komm, du wenden und dann bringen wir es zu Ende, mein Freund. Jetzt kommt er wieder. Und das war's. Leute, das war's. Wir gehen aber trotzdem nochmal schnell aufs Weft, aufs Raft drauf. Und geben auf jeden Fall nochmal schnell das Fleisch ab und so weiter und so fort, damit wir hier so wenig wie möglich Inventarplätze verbrauchen. Zack, 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 zack. Alles das, was wir nicht brauchen, lassen wir definitiv hier. Ja, das ist schon klar. Das andere, das nehmen wir dann gleich mit rein. Ich würde aber sagen, wir stürzen uns jetzt erstmal hier in die Fluten und schauen mal, ob es hier irgendwas gibt. Wow. Ist das geil? Diese Fischschwärme. Hammer. So, da ist unser Raft.
Wir gehen auf jeden Fall hier weiter. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das trotzdem alles mit. Vor allen Dingen dieses Fass hier. Vor allen Dingen. Gut, das hat wieder sehr, sehr viele Inventarplätze gekostet, aber egal. Aber schaut mal, es ist auf jeden Fall noch kein Meeresgrund. Also es ist auf jeden Fall noch normaler Grund. Was wir jederzeit anschwimmen können. Problem ist dran, schaut mal, was das schon wieder an Inventar weggemacht hat. Wahnsinn. Und ich denke mal, hier geht es dann schon langsam los. Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Hier gibt es dann den großen Tank. Hier ist dieser Fisch. Schaut mal, das ist dieser Fisch, den ich gemeint habe. Wenn der uns sieht, möchte er uns auf jeden Fall, genau, möchte er uns auf jeden Fall haben. Oh, sorry Detlef. Weil der schwimmt dann zu uns ran und explodiert dann einfach. Deshalb ist so ein, ne, Kugelfischkopf und ein explosiven Schleim. Ich würde vorschlagen, wir lassen das hier so. Wir machen da auch nichts anders. Weil ich denke, hier gibt es garantiert, boah, was gibt es denn hier alles, Wahnsinn. Okay, wir sind auf jeden Fall da vorne schon irgendwie verkehrt angeschwommen, beziehungsweise verkehrt angehalten. Schaut mal, wie weit wir mittlerweile draußen sind. Da gibt es eine Kiste. Und hier unten geht es weiter. Schaut mal, es geht hier unten weiter. Ja, den Tank können wir mitnehmen. Oder was ist das? Ne, eine Alge. Das ist eine Silberalge. Okay, die Kiste würde ich ungern mitnehmen, weil ich weiß nicht, was drin ist. Da lieber nehmen wir so mal ein bisschen Schrott mit oder irgendwas. Dann gucken wir uns hier unten. Schaut mal, hier unten gibt es wieder so einen Fisch. Oh, geht das weit hoch. Und das ist genau das, was ich euch sagen wollte. Das ist genau das. Schaut mal, diese großen Inseln beinhalten immer sehr, sehr viele Riffe, die sehr weit unten sind. Und die sind ja wirklich tatsächlich ganz, ganz weit unten. Okay, den Fisch hätten wir. Schaffen wir das, das Ding noch zu kriegen? Oh nein, schaffen wir nicht mehr. Detlef, komm, beweg dich. Komm, 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 komm. Komm, Detlef. Kriegst auch eine Wassermelone. Und das ist das, was ich euch die ganze Zeit zeigen wollte. Wahnsinn, was hier los ist. Wahnsinn. Und das war erst einmal ein Teil, ne? Also, es geht ja drüben noch weiter. Ja, das ist nur mal, dann, wir schwimmen das mal ab. Damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie riesig das ganze Teil ist. Das ist echt groß. Und jetzt gehen wir hier nochmal auf die andere Seite. Und das dauert dann auch schon ein Stück lang, ne? Wenn man dann hier die Insel umschwommen hat. Der hier, der Felsen, das war glaube ich der Vogelfelsen. Da ist der Vogel die ganze Zeit außen rum geschwommen. Das ist eine Silberalge, das ist ein Kugelfischkopf und das sind diese explosiven Schleime. Aber die sollten wir erstmal ein bisschen, ich denke mal, die sollten wir erstmal ein bisschen sammeln und dann sollten wir da damit diesen, diese Munition machen für diese Werfer. So, mein Lieben, und wenn ihr noch nicht genug gesehen habt von der hiesigen Unterwasserwelt, ich zeige euch noch mehr. Es geht hier hinten weiter. Natürlich, wenn man die Schwimmflossen hat, geht es hier deutlich schneller. Aber ich wollte die jetzt erstmal genau deswegen nicht ausrüsten, damit ich euch das erstmal zeigen kann, wie weit und wo hier diese Riffe sind, wie weit man da rausschwimmen muss oder beziehungsweise in welcher Tiefe die teilweise sind. Es geht hier
Es geht extremst weit runter und schaut mal, hier vorne geht es weiter. Alles gut, Detlef, alles gut. Das hier ist dann wirklich die Rückseite der Insel. Ja, hier oben, das ist dann hier für so, das ist dann hier für die Hobbytaucher von uns. Dass die hier wenigstens ein bisschen was abbekommen. Und hier unten ist dann wirklich für die Hardcore. Und hier gibt es schon wieder so ein... Ey, ich habe gar nicht... Wahnsinn. Doch, ich denke mal, vom Inventarplatz sollte das noch reichen. Wo ist er denn? Hier so. Hallo Fisch. Okay. Na, absolut fantastisch. Also es bedarf hier eigentlich keiner Worte, was hier, was das für riesengroße Riffe sind. Ich denke mal, wenn wir hier wirklich auf eine extreme Loot-Tour gehen und wir machen das dann einfach mal, bekommen wir dann hier ein Zeug. Und schaut mal, hier unten geht es auch noch weiter. Hier unten, hier vorne ist wieder so eine seltene, was ist das, so eine seltene Alge oder was auch immer das auch ist. Hier unten gibt es wieder Ton, hier unten gibt es wieder Sand und so weiter und so fort. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt erstmal nur die Alge mit. Erstmal die seltenen Materialien. Ah, sagte er und hat wieder den Schrott ausgegraben. Okay. Am Abend sieht man die Teile ja noch besser. Das muss man ja immer wieder dazu sagen. Zum Glück erholt sich Detlef in der Zwischenzeit immer mal noch ein bisschen. Ja, ist vorbei. Und jetzt schwimmen wir auf jeden Fall auf der Seite mal zu unserem Raft. Und dann würde ich sagen, in der neuen Folge schauen wir mal, was wir alles rausbekommen. Algen, explosive Schleime, Kugelfischköpfe, Sand, Seetang, jede Menge. Dann gibt es noch Kisten dazu. Und so weiter. Hier gibt es dann wieder Schrott. Hier geht es weiter. Hier ist noch so ein Fisch. Ich glaube das alles gar nicht. Den würde ich mir trotzdem noch gerne holen, wenn es irgendwie geht. Hoffentlich hält, ich wollte gerade sagen, hoffentlich hält unser Bogen. Der hat tatsächlich gehalten. Ein Zweischleim. Leute, hier gab es Zweischleim. Geil. Was gibt es denn hier in der Höhle drin? Das ist keine Höhle. Das ist, ich weiß, was es ist. Hier, schaut mal, das war mal ein ehemaliges Konstrukt. Und wenn man jetzt hier nach unten schaut, hier, wenn man jetzt hier nach unten schaut, das ist doch hier, oder? Ja, das in der nächsten Folge. Ich sag mal, die Stelle hier sollte man sich ganz speziell merken, egal auf welcher Insel, weil hier unten gibt es wieder so viele Sachen. Unglaublich. Unglaublich. Also merkt euch, im Hinterteil der Insel, nicht direkt am Strand, sondern ein bisschen weiter draußen. So, erstmal mal das Haifischfilet noch. 5 explosive Schleime haben wir schon. Und wenn man jetzt hier hinten ein bisschen weiter rumschwimmt, dann sieht man auch schon unser Raft. Denke ich mal. Ja, genau. Okay. Das heißt, wisst ihr, wie lange wir jetzt gebraucht haben, ehe wir um diese Insel rumgeschwommen sind? Also eine wahnwitzig lange Zeit. Da haben wir. Und jetzt kommt bestimmt nochmal unser Kollege. Da vorne ist er. Seht ihr schon die Schwanzflosse? Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ihr seht, es gibt ja jede Menge zu holen, jede Menge zu looten. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir von unserem Raft hier, ich sag mal, entgegengesetzt vom Segel, mal Richtung Süden, springen wir raus und schwimmen auf jeden Fall nach vorne und schauen dann mal da vorne, was es dort am Meeresboden gibt. Genug Ausrüstung hätten wir da. Wir werden die auch jetzt gleich hier anlegen.
Übrigens, früher ging das mal, dass man hier mehrere Sauerstoffflaschen und mehrere Flossen anlegen konnte. Das konnte man dann stacken. Geht auch nicht mehr. Haben sie abgeschafft. Weil das war dann wahrscheinlich zu schnell. Okay. Ich muss dann erstmal ganz in Ruhe schauen, wo man das alles verräumen, weil das sind alles wieder viele neue Dinge, wo man bestimmt wieder einen eigenen Platz bräuchte. Und genau das habe ich ja gesagt, wir sollten schon erstmal sehen, dass wir entweder irgendwo anders eine Kiste hinpacken. Ich würde dann mal eher sagen, vielleicht da oben so eine Spezialkiste für die großen Inseln oder dann halt nochmal ganz irgendwo anders. Aber das sehen wir dann. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen in der nächsten Folge. Ich mache mir da jetzt erstmal Gedanken drüber. Meine Lieben, ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ganz, ganz viele Grüße, euer Zanto. Macht's gut.